Teleporter-Alarm, unbekanntes Medium im Transporter. Alle Computerprozesse werden beendet. Notfallprotokolle sind aktiviert. Verteidigungsprotokolle aktiviert. Ginger, Sandra, ich hole euch daraus, versprochen. Wo sind wir? Was ist das für ein Zeug? Sandra, Ginger, ich hole euch raus. Bewegt euch so wenig wie möglich. Du hast gut reden. Das Zeug kriecht an uns hoch. Beeile dich. Ginger hat es schon im Gesicht. Alles in Ordnung. Ich bin hier. Ich befreie euch von dem Dreck. Was ist das für ein Zeug? Es klebt wie Teer. Es ist ein Nanovirus. Ich werde ihn isolieren. Ihr seid frei. Jetzt kümmern wir uns um den Verursacher. Unbekannte Materie isoliert. Die Abschottung der Computersysteme wird aufgehoben. Alarm beendet. Admiral, Ihre Anwesenheit im Botanischen Garten ist erforderlich. Ehrlich, ich bin etwas angefressen. Nur etwas? Das klingt aber anders. Verena, bist du das? Was war das für ein Alarm? Ja, Admiral. An Sandra und Ginger wurde eine unbekannte Materie verbracht. Beim Transport wurde diese Materie erkannt und als unbekannt deklariert. Deswegen wurden die Sicherheitsprotokolle ausgelöst. Im Transporter hat sich diese Nanoflüssigkeit als sehr übergriffig herausgestellt. Sie hat sofort Sandra und Ginger attackiert. Weißt du mehr über die Flüssigkeit, Verena? Es ist ein Nanovirus. Er sollte wohl das Computersystem manipulieren, sodass man von außen Zugriff auf das System bekommt. Ist es deiner Einschätzung nach Sabotage von Oberon und dem General? Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, da das Signal nicht zielgerichtet übertragen wird. Ich kann lediglich mit Bestimmtheit sagen, dass das Signal nach Quadrant 28 gesendet werden sollte. Wie geht es euch beiden? Ehrlich gesagt bin ich wütend. Ich bin maßlos enttäuscht. Kann ich sehr gut verstehen und auch nachvollziehen. Wie viel Zeit ist vergangen, seit ihr auf das Schiff teleportiert wurdet? Der Teleport begann vor 5 Parsec. Dann befinden sich Oberon und der General noch in dessen Büro? Einen Augenblick bitte. Ja, sie sind beide noch im Büro von Oberon. Teleportiere sie sofort hierher. Ich möchte sie auf diese Art wissen lassen, dass wir sie überall zu fassen bekommen. Was ist passiert? Wir sind bei den Aliens. Ich hätte ein paar Fragen an Sie, meine Herren. Wie kommt die Nanoflüssigkeit, sprich der Nanovirus, an meine beiden Offiziere? Ist das Ihre Art von Diplomatie? Glauben Sie so, an unsere Technik zu kommen? Moment, Moment. Was für ein Virus? Bitte klären Sie uns erst auf. Das ist Verena, die KI des Schiffs. Ihr System wurde von dem Virus angegriffen, ebenso meine beiden Offiziere Sandra und Ginger. Der Nanovirus sollte mein System infiltrieren. Das war eine schlechte Idee. Meiner Analyse nach sollten die Datenbänke geplündert werden. Die Daten dann auf Ihren Sektor, Quadrant 28, übertragen werden. Ich werde jetzt prüfen, ob Sie die Wahrheit sagen. Oberon, wissen Sie von dem Nanovirus? Nein, ich weiß nichts davon. Ich bin ebenso entsetzt wie Sie. Admiral, er sagt die Wahrheit. General Ross, wissen Sie von dem Nanovirus? Nein, ich wusste nicht einmal, dass es ihn gibt. Admiral, er sagt ebenfalls die Wahrheit. Wer außer Ihrer Stadtregierung hat noch die Ressourcen dafür, so etwas zu entwickeln? Rohstoffe sind bei uns sehr knapp. Es muss also jemand sein, der über die Mittel verfügt. Oberon, ich denke, das ist das Werk des Syndikats. Ich möchte jetzt auf Ihre Datenbänke zugreifen. Stimmen Sie dem zu? Ja, ich stimme zu. Ich weiß nicht, wie ich uns für diesen Vorfall entschuldigen soll. Ihre Offiziere waren nur in meinem Büro. Es muss offenbar eine Sicherheitslücke geben. Ich denke, da sollten wir ansetzen. Es gibt nur eine Handvoll Personen, die Zugang zu diesem Büro hat. Ich habe meine Scan beendet. Es gibt keinen direkten Hinweis, wer hinter der Organisation des Syndikats steht. Folgende Personen haben Zugang zum Büro von Oberon. Oberon selbst, General Ross, der erste Diplomat Dalton, der zweite Diplomat Finfin und zu guter Letzt die Reinigungskraft. Verena, konstruiere bitte eine Apparatur, die für die Empfänger der vermeintlich gestohlenen Daten gerade noch zu bauen ist. Die Apparatur soll lediglich faules Obst replizieren können, sowie eine klare Positionsangabe an uns senden.
Sobald die Positionsangabe gesendet wird, teleportierst du alle im unmittelbaren Radius in den Musterpuffer. Jawohl, Admiral, ich konstruiere sofort die Apparatur. Oberon, ich gehe davon aus, dass Sie der Maßnahme zustimmen. Ich denke nicht, dass ich wirklich eine Wahl habe. Wenn diese Technik in die falschen Hände gerät, kann eine falsche Bedienung die Vernichtung eines ganzen Planeten auslösen. Also nein, in diesem Punkt gibt es keine freie Entscheidung. Sagen Sie nichts, General. Lassen Sie uns spazieren gehen. In Ordnung, Oberon. Dieses lächerliche Spielzeug, nennst du einen Computer? Wer bist du? Ich? Ich bin dein Albtraum. Lass mich sofort los! Das wirst du bereuen! Wo sind wir? Was ist das? Das hier bin ich. Du wolltest mich mit einem lächerlichen Virus infizieren. Du bist eine KI. Ja, ich bin eine KI. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Du lebst? Wahnsinn! Folge mir. Wo sind wir? Im Computerraum, der Quert, dem Mutterschiff, der Flotte. Das ist nah genug. Lava! Das kann nicht sein. Wenn es aber so ist? An das, was auch immer es ist, kommt keiner ran. Diese Technologie übersteigt alles, was ich kenne. Ich sehe es, kann es aber nicht glauben. Admiral, Ihre Anwesenheit im Observatorium ist vonnöten. Ich bin unterwegs. Mein Gott, ist das Schiff groß! Was passiert jetzt mit mir? Das wird der Admiral entscheiden. Ich habe lediglich die Recherche zum Hergang abgeschlossen. Verena, wer ist das? Das ist Jana Becker. Sie ist die Programmiererin des Nanovirus. Ich hatte eine vage Spur gefunden, als ich ihr nachging, fand ich Jana. Jana war Ihnen nicht bewusst, dass wir höchstwahrscheinlich über Technik verfügen, die Sie sich nicht einmal vorstellen können. Oder sind Sie so naiv anzunehmen, Sie könnten alles bezwingen? Entschuldigen Sie, Admiral. Ich glaubte, ich käme an die Daten. Verena, sagt sie die Wahrheit? Ja, Admiral. Ich habe alle Sensoren auf Sie gerichtet, als ich Sie befragt habe. Was wissen wir jetzt über das Syndikat? Dass das Syndikat in jedem Sektor, jedem Quadranten seine Spione hat. Sie haben sogar innerhalb Ihrer Organisation geheime Strukturen. Ein paar Namen habe ich trotzdem. Das ist Jana Becker, ihr Vater Horst Becker leitet die Sektion in Quadrant 28. Oberon und General Ross werden vom Syndikat als gefährlich eingestuft. Es ist also anzunehmen, dass sie nicht involviert sind. Das Büro von Oberon wurde von Jana und möglicherweise von einer zweiten Sektion überwacht. Es ist also anzunehmen, dass das Syndikat schon über unsere Ankunft informiert ist. Dann waren die Schüsse auf Sandra und Ginger kein Zufall. Davon ist auszugehen. Wo befindet sich der Vater von Jana? Zurzeit ist er bei einem Treffen mit dem zweiten Diplomaten Finfin und dem Polizeichef von Sektion 28. Wenn Oberon und General Ross überwacht werden, dann müssen wir vorsichtig sein, wenn wir sie zu uns holen. Dass das Syndikat so mächtig ist, konnte trotz intensiver Recherchen erst durch Jana bestätigt werden. Was passiert jetzt mit mir? Ich sage es ungern, bis ich Näheres weiß, werden sie hier an Bord bleiben. Verena, ich möchte, dass du, bis ich mich entschieden habe, ein Auge auf Jana wirfst. Admiral, ich empfange soeben eine orbitale Ausstrahlung an alle Quadranten des Planeten. Ich übertrage die Ausstrahlung als Hologramm an ihre Position. Hier ist Breaking News aus Quadrant 28 mit Senta Bloom.
Wir haben soeben vom zweiten Diplomaten aus Quadrant 28 eine erschreckende Nachricht erhalten. Offenbar ist Oberon selbst sowie das Militär in der Person General Ross mit Aliens in Kontakt, die unseren Planeten übernehmen und ausbeuten wollen. Diese Aufzeichnung wurde vor einer Stunde von unserem Außenteam aufgezeichnet. Sie sehen den zweiten Diplomaten Finfin und den renommierten Geschäftsmann Horst Becker. Ich bin entsetzt, dass Oberon uns alle so hintergangen hat. Dies war aber nur möglich, weil General Ross mit Oberon und den Aliens kollaboriert. Ich habe Beweise, dass die Aliens schon Verhandlungen mit Oberon und General Ross begonnen haben. Derzeit kann ich mit Sicherheit sagen, dass wir bis auf Weiteres nur noch der Polizei, insbesondere Captain Blacktree aus Quadrant 28, vertrauen können. Wir müssen deswegen alle Regierungsvertreter sowie die oberen Militärs umgehend inhaftieren. Unseren neuesten Informationen zufolge hat der Polizeichef Captain Blacktree aus Quadrant 28 schon mit zahlreichen Verhaftungen von Personen, die zu dieser Verschwörung zählen, begonnen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wie groß das Ausmaß dieser Verschwörung wirklich ist. Nach einer kurzen Werbeeinblendung geht es weiter. Ich fasse es nicht. Das ist doch alles nicht wahr. Ich fasse es nicht und alles fängt wieder von vorne an. Die Geschichte wiederholt sich. Admiral, offenbar hat Ihre Spezies nichts aus der Vergangenheit gelernt. Verena, teleportiere alle Regierungsvertreter und Militärs, die vom Syndikat mundtot gemacht werden sollen, in einen Sicherheitsbereich. Halte sie bitte alle separat, damit sie untereinander keinen Streit bekommen. Gebe ihnen bitte alle Informationen über die Verleumdungen gegen sie. Verena, öffne bitte einen Kanal für die ganze Flotte. Admiral, Sie können sprechen. Sie haben mit Sicherheit die orbitale Ausstrahlung mitgehört. Einer kriminellen Organisation mit dem Namen Syndikat. Gefällt es offenbar nicht, dass wir mit helfender Hand eingreifen wollen. Ich ordne an, dass alle Schiffe in maximalem taktischem Zustand bleiben. Außenteams müssen ebenfalls in maximalem taktischem Zustand bleiben. Scannen Sie nach Oppositionellen und retten Sie diese. Diejenigen, die sich auf die Seite des Syndikats stellen, verbleiben auf dem Planeten. Das Wissenschaftsteam arbeitet weiter an der Stabilisierung des Mondes. Dies hat jetzt Priorität, wir müssen der Erde ihren normalen Gezeitenrhythmus zurückgeben. Des Weiteren möchte ich, dass das Wissenschaftsteam ausreichend Rohstoffe im Boden einlagert. Die Bewohner dann finden und selbst abbauen können. Ich fürchte, mehr können wir im Augenblick nicht machen. Admiral Ende. Das wollte ich nicht. Ich denke nicht, dass es Ihre Schuld ist, Jana. Dieses Interview war zu perfekt, das wurde von langer Hand vorbereitet. Die Mehrheit der Bevölkerung will glauben, dass ein großer, böser Plan hinter allem steht. Das ewige Dilemma zwischen Glaube und Wissenschaft. Admiral, wir müssen uns einen neuen Ansatz überlegen. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Admiral, meine Analyse ist nun abgeschlossen. Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Um unsere Glaubwürdigkeit zu stärken, müssen wir zunächst überzeugend zeigen, wie sehr uns eine bessere Zukunft für alle auf diesem Planeten am Herzen liegt. Lasst uns gemeinsam mit den geretteten Oppositionellen eine brandneue Stadt an der Oberfläche gründen. Damit können wir dem von Syndikat beeinflussten Volk beweisen, dass wir das genaue Gegenteil von dem sind, was ihnen vom Syndikat suggeriert wird. Wir werden deutlich machen, dass das Syndikat in dieser oberirdischen Stadt keine Macht hat. Bei all diesen Bemühungen benötigen wir viel Geduld. Um die Einwohner der unterirdischen Städte dazu zu bringen, ihre Meinung zu ändern, braucht es Zeit und Beharrlichkeit. Es erfordert große Ausdauer unsererseits. Wir müssen unbedingt ihre Ängste respektieren und durch unser Handeln verdeutlichen, dass ihre vorgefertigte Meinung nicht korrekt ist.